Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte eine umfassende Rede aufgeschrieben, aber ich will sehr persönlich beginnen. An diesem Tag, heute vor 80 Jahren, ist auch mein Vater in Uniform in Ihr Land, Herr Dronhoff, eingedrungen. Und viele seiner Kameradinnen und Kameraden waren der Meinung, dass sie in einem höheren Sinne in einem Krieg sich befinden und wollten nicht wahrhaben, dass das Verbrechen damit schon begonnen hat. Das Verbrechen, das in den Befehlsketten schon anberaumt war, bei dem klar war, die Menschen in der Sowjetunion sollen umgebracht, ermordet, vernichtet werden. Und es ging darum, es ging um einen Vernichtungskrieg. Jeder, der einem noch eine Geschichte erzählen will, dass es um irgendeine Verteidigung gehen könnte, jeder, der meint, er müsste dieses Verbrechen auch noch umdrehen und umdeuten, dem muss man immer wieder ins Stammbuch schreiben, es ging darum, die Menschen in der Sowjetunion zu töten. Lieber Herr Generalkonsul, wir verneigen uns vor den Toten Ihrer Völker, der Menschen, die von unseren Nachbarn, Vorfahren überfallen wurden. Und wir stehen mit Ihnen zusammen. Und ich danke Ihnen, dass Sie mit uns zusammenstehen, damit wir uns verneigen, für unseren Auftrag, für den Frieden einzutreten. Vielen Dank, dass Sie da sind. Anatoli Kuleshov, 1920 im Brjansker Gebiet in Russland geboren worden, geriet kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion in Gefangenschaft. Über die Verhältnisse in den Lagern, die er durchlaufen musste, berichtet er. Вскоре уже колонны наших людей, как военнопленные, двинулись к Минску. Его уже не было видно. На окраине Минска был построен такой лагерь. Были установлены автомашины и пулеметы. В июле, конечно, жарко было. Там давка была. Ну, голодные, сколько мы шли. Ну, речонка. Пить хотелось. Как подходили к речонке, расстреливали сразу. Von Dr. Ach, das ist Stefan Batz. Thank you.